Jonah. Trinity wollte gerade einen Archäologen töten. Oh Gott. Ich muss das finden, wonach sie suchen. Hier ist Commander Rogue. Alle Teams bereit machen für Operation Blackout. Ja, das sind Büsche, wo ich wahrscheinlich noch gleich ihn verstecken kann. Und dann, oder muss. Gehe ich mal stark von aus, dass es Orte gibt, wo ich gleich ihn verstecken muss. Ich sollte die Ruinen überprüfen. Ja, das mache ich. Also noch sagen, hier moin. Da. Jetzt geht's wieder los. Das große Sammeln beginnt. Yay! Ich sollte mir diese Ruinen ansehen. Mhm. Tue ich gleich. Ich bin auf dem Weg. So, ich brauche doch ganz viel Kram hier. Der stehe ich da ohne und dann denke ich mir, ja, das war's. Ende. Ich sollte die Ruinen überprüfen. Ja, ich habe gesagt, ihr tutet es. Ach, wie du diese Folge schnackelt, wenn ich den Knopf hier die ganze Zeit drücke. Oh Gott, ich erinnere mich an Rätsel, die schrecklich waren damals. Und sie hat immer wieder das gleiche gesagt. Nervig manchmal. Ich sollte mir diese Ruinen ansehen. Ja, ist okay. Ich kenne diese Figur. Das ist X-Chell, die Göttin des Vollmonds. Oh, und das ist Chuck-Chell, der Neumond. Da ist eine Inschrift. Chuck-Chell. Der Schlüssel liegt jenseits ihres Blickes. Der Schlüssel. Das ist es. Der Eingang muss da unten sein. Ich muss da runter. Tja, wie komme ich da runter? Abseilen? Moment, drücken Sie LT? Was war denn LT? Okay, linke Trigger. Das müsste gehen. Und der rechte Trigger? Oh. Ich habe den Controller ernsthaft seit 2013 und komme immer noch nicht wirklich klar mit LT und. Wie heißt das? Alles klar. R. B für Button und Trigger. Rogue. Sofort die Stätte sichern. Wenn Dr. Dominguez eintrifft, gehen wir zusammen rein. Das verwirrt mich immer noch. Einziges Mal gestorben. Es läuft schon besser als beim letzten Teil. Alle Einheiten bereit machen. Dr. Dominguez kommt nach unten. Verdammt, ich muss mich beeilen. Wozu ist da unten eine Kante? Falls ich abrutsche? Oder ist hier irgendwo ein Geheimnis? Ist mir jetzt egal. Ist mir jetzt erstmal egal. So. Ich frage mich ja immer so Stotter. Ich hinterfrage ja immer gerne. Sachen. Wieso ist etwas so, wie es da ist? Scheiße! Was soll denn irgendwie? Keine Ahnung. Ich schaff das. Die Statue blickt zu dieser Höhle. Oh, ja, geile Höhle. Komm ich hier runter irgendwie, ne? So, ne? Hoch, runter, hoch. LT. Ah ja, doch. Okay. Das ist es. Das ist ein Totenkopf. Ja, moin. Jonah.
Ich betrete eine Höhle. Möglicher Kontaktverlust. Verstanden. Ich behalte hier Trinity im Auge. Dickröhrigen. Pilz mit brauner Kappe und dickem Stamm. Verbessert die Ausdauer. Aha. Ausdauer. Die Höhle steht anscheinend sonst unter Wasser. Ja, das sehe ich auch an den Seepocken hier. Ich wollte es gerade erwähnen. Null. Vielleicht gibt es hier auch Ebbe und Flut. Das würde ich jetzt vermuten. Fähigkeitspunkt. Wie komme ich da am besten hin? Ach, warte mal, da sind meine moin. Direkt am Anfang alles am Start hier. Noch. Ich kann mir schon vorstellen. Ja. Das gehört ja alles noch zum Tutorial. Ja, moin. Höchstwahrscheinlich. So, Karte, aber wo komme ich jetzt zu meinem Levelgedöns? Egal, das werde ich erklärt kriegen. Gas. Das hier ist ja zwei Tage bevor das Flugzeug abgestürzt ist. Was am ist Anfang. Das hier? Ich weiß ja gar nicht, wie es dazu gekommen ist. Macht es eigentlich Sinn, dass ich den ganzen Kram hier sammle? Vielleicht. Da ist noch was. Ich höre überall Fledermäuse, ey. Wo kommen sie denn her? Ach, da oben sind sie. Ja, moin. Schon wieder, ja. Vielleicht nutze ich dieses Ja, moin ein bisschen zu überinflationär. Ganz ehrlich. Heißt das so? Ich glaube schon. Dinge. Da, die können hier hochklettern. Nee. Ach, doch. Sah für mich nämlich so aus, als könnte ich vielleicht an diesen Stein hochklettern. Aber dann sah ich diese Kanten. Und dachte mir, ja, Kanten kann ich hochklettern. An groben Stein nicht. Nee. Um Gottes Willen. Oh, Alter. Boah, ich sitze gerade heute das erste Mal wieder hier am PC seit, also im Let's Play seit 2 Monaten oder so. Oder länger sogar. Ich krieg gerade übelst Nackenschmerzen. Oh, schlimm. Habe ich nicht. Hab kein Messer. Kann ich hier hochklettern? Ja, nee, doch. Ja, vielleicht. Ich weiß nicht, ob ich das sollte. Dieses Ding ist ominös. Ich dachte, es wäre so ein Sammelobjekt. Okay, dann nicht. Schwimmen. Während des Schwimmens halten sie A, um abzutauchen. Um aufzutauchen. B, um unterzutauchen. Ja, moin. Ich kann nicht mal lesen, ey. Immer mache ich Fehler beim Lesen. Naja. Fischlis, ja, moin.
Das in diese Schale geschnitzte Motiv zeigt eine Maya-Prozession. Die Menschen tragen etwas, dem sie großen Wert beimessen. Ein silbernes Rechteck? Was könnte das bedeuten? Es ist ein silbernes Rechteck. Oh. Da habe ich Bock dran, mir die anderen Dinge auch nochmal anzusehen. Aber jetzt werde ich nicht mehr bei jedem Sammelobjekt genervt von wegen, ja, Blasels, hier, Dingens da. Ja, ich habe es gemerkt. Ich muss mal auftauchen. Ich bin ja ein Mensch und brauche Sauerstoff. Ja, moin. Ist was. Gib mir das. Da ist noch was. Kann ich schneller schwimmen? Okay, da ist noch was. Das möchte ich mir auch noch holen. Alge, genau. Knossi wäre stolz auf mich. Da, nochmal so ein Ding. Schwimm. So. Jetzt aber los hier. Schwimm. Und immer schön Ausschau halten nach Sammelobjekten. Das reimt sich sogar irgendwie. Das ist eine Moräne, glaube ich. Oh, hier ist ein Toter. Geil. Da ist noch eine Moräne. Geil. Luft. Coole Sache. Ich krieg gerade Super Mario 64 Flashbacks. Ja, heftig, ey. Wie sehr mich dieses Spiel auch zurzeit mitnimmt, ey. Kaum der Anfang schon Gänsehaut, ey. Nachdem du mich gesucht. Genau. Und hier jetzt auch schon so. So meine Gänsehaut-Momente schon wieder, ey. Auf die kurze Zeit, die ich das Spiel jetzt schon spiele. Die knappen 40 Minuten, ey. Hammerhart. Begeistert mich. So ein bisschen. Jo moin, Sammelobjekte. Ahoi. Ahoi. Kann man ja mal so einen kleinen Wegpunkt setzen, ne? Einfach mal so Ausschau halten. Wer weiß wann und ob ich überhaupt hier wieder reinkomme. Das war ein wenig gefährlich. Da geht's tief runter. Da will ich aber nicht landen. Jonah, ich bin da. In einem unterirdischen Tempel. Gut. Wow. Das ist nicht gut. Lara, Trinity sprengt sich den Weg frei. Ich merk's, alles bebt schon. Da ist eine Pyramide. Ich geh rauf zur Spitze. Oh Gott, das ist wieder so ein Ding. Ja moin. Da freue ich mich. Rätsel.
irgendwas machen? Nicht, dass ich wüsste. Nicht gerade. Oder? Da. Hartholz. Unser Hartholz, um geräuschlose Pfeile herzustellen. Lara, wie läuft's? Gut, es gibt Plattformen, um nach oben zu kommen. Ich muss sie nur irgendwie beschweren. Ich verliere dich. Ich habe hier Aktivität. Ich gehe jetzt näher ran. Das ist ein Korb. Oder ein Wagen? Oder beides? Was will der denn damit, hä? Ach, vielleicht... Vielleicht muss ich ja dieses Ding hier erst öffnen. Aha. Golderz. Verkaufen Sie Oldgerz an Händler. Okay. Wenn ich dafür nichts anderes machen kann. Damit nichts anderes machen kann. So. Ja moin. Abgestürzt? Nee, doch nicht. Das kenne ich auch noch. Den Seilpfeilen hier, zack, da rein. Klettermax hier. Keine Ahnung. Da guck's sie an. Oh. Zack. Die Würdigen sollen der roten Göttin geopfert werden. Sammlung. Hatten wir eben Vater sowieso. Das sind Fotos von Gedönse. Um die verborgene Stadt zu finden, musst du am Ufer nach Süden gehen, bis du den roten... Okay. Dieser Stern ist Alfard, der Alleinstehende. Der hellste Stern am Westhimmel und das Herz. Okay. In der langen Zählung der Maya besteht jedes Datum aus 5 Zahlen. Diese Zahl wurde beschädigt und sieht wie eine 13 aus, ist aber in Wahrheit eine 8. Das macht einen Unterschied von 2000 Jahren und vollkommen andere Positionen der Sternbilder aus. Was. Der Sternweg führt also nach Westen, zu irgendeinem Ort in Peru. Die letzte Zahl auf der linken Säule ist eine 0. Oh Gott. Mich interessieren diese Kleinigkeiten an den Objekten. Jonah ist ein Jonah hat sich aber auch krass verändert, ist mir so aufgefallen. So, das Ding hatten wir schon. Das Ding hatte ich auch schon. Dieses präkolumbianische Keramikgefäß stellt offenbar die Unterhaltung zweier Götter dar. Die Glyphen zwischen ihnen sind nicht zu entziffern. Riecht leicht nach Pilzen. Pilze? Pilzschnaps, gibt's das? Die Würdigen sollen der roten Göttin geopfert werden. Der Göttin des abnehmenden Mondes und des zunehmenden Mondes. Der Großmutter aller. Ihr, die Leben nimmt und Leben schenkt. Okay, damit habe ich meine... Klöder sagen erledigt. Halt, stopp. Da gibt's noch ein Ding, was ich vielleicht eventuell so einen Hauch von übersehen habe. Das muss ich mir natürlich noch holen. Wir wollen ja nichts liegen lassen, ne? Eine zweite Gruppe, die der Hauptschar der Pilger mit wenigen Tagen Abstand folgte, berichtete von merkwürdigen Ereignissen auf ihrem Weg. Die Tiere waren wilder geworden und der Dschungel gefährlicher. Die Bäume und Reben wurden knorrig und brachten Dornen hervor, so lang wie die Finger eines Mannes und scharf wie Klingen. Mhm. Da unten blinkt auch noch was. Ich sehe es, ich komme da aber wahrscheinlich so jetzt nicht ran. Egal. Erstmal, so. Da ist ein Seil. Hopsala, weg damit. Da ist noch was. Kann ich so etwas eigentlich auslösen mit einem Pfeil? Fragezeichen. Nee.
Kann ich es erschießen? Nee. Mit der Pistole. Warum sieht das so beknackt aus? Nö. Kann ich nicht. Gut. Dachte, vielleicht könnte ich so auslösen. Die Glockenplattform hängt fest. Da bewegt sich nichts mehr. Ich muss irgendwie die Trümmer zerstören. Ja, das schaffe ich irgendwie. Lass mich mal erstmal schauen hier. Überblick. Dieses Ding fährt da unten gegen. Kurz. Hallo? Oh. Das hat's übel gebracht. Das war schon echt fetzig. Oh moin, da passiert nichts. Es hängt doch hier irgendwie. Hä? Ach, mein Gott. Und jetzt kann ich das Ding wieder zurückziehen hier? Oder was? Nee, kann ich nicht. Dafür brauche ich wahrscheinlich diese Seilwinde oder wie es heißt, dieses Seildings da. Kann ich damit irgendwas anfangen? Keine Ahnung. Kann ich vielleicht den Wagen an dieses Ding da oben binden? Ah. Und jetzt? Der Wagen kippt um, wenn ich ihn reinziehe. Ja, dann kipp. Kurbeln. Das lässt sich nicht drehen. Ja, moin, was soll ich denn. Der Wagen kippt um, wenn ich ihn reinziehe. Warte mal eben, irgendwas ist hier nicht richtig. Dieses Ding hier, kann sich das vielleicht drehen? Also ich stehe gerade ein bisschen. Oh, da ist was. Bisschen auf dem Schlauch vielleicht. Oder auf dem Seil. Ja, blöd. Jetzt muss ich nur wissen, was ist das hier? Und wie funktioniert es? Ich verstehe es gerade noch nicht. Ich muss irgendwie die Trümmer zerstören. Ja, das ist mir bewusst. Wie? Nur weiß ich nicht wie. Ich weiß nicht, was ich mit diesem Ding hier anfangen soll. Aus welcher Richtung ich das Seil winde. Ich muss dieses Teil irgendwie drehen. Also irgendwie sieht dieses Ding hier aus, als ob sich drehen würde. Wenn ich irgendwas löse. Ich muss irgendwie die Trümmer zerstören. Ist was. Gut, das Ding lässt sich auch einfach so kurbeln, ne? Genau. Passiert nur nichts, gut. Ich muss irgendwie die Trümmer zerstören. Kann ich da irgendwo hin? Ich sehe es nicht richtig. Kann sich dieses Ding hier irgendwie drehen? Muss ich es vielleicht doch nochmal mit dem Ding da oben verbinden? Ah ja. Ich dachte, ich müsste es einfach nur abschneiden, weil es überflüssig wäre. Jetzt kann ich es abschneiden. So, halt stopp. Ja. Jetzt geht's los. Irgendwie diese Trümmer zerstören. Auf.
Noch so ein Fähigkeitspunkt. Kann ich aber anscheinend jetzt noch nicht verwenden. Habe ich irgendwie nicht gefunden. Oder ich bin mal wieder einfach zu blind. Oder zu blöd. Oder beides. Nee. Ich dachte, ich würde vielleicht da unten hinkommen, aber anscheinend nicht. Noch nicht. Ich muss ja da oben ran, ne? Oh, nee. Verkackt. Ich muss einfach schnell genug da hinten rüber jumpen. So einfach ist das. Eigentlich. Und von hier aus. Zack, zack. Ja, ich dachte gerade eben halt, ich könnte höchst eventuell auf den Vorsprung ab. Aber hab's nicht geschafft. Ja, ärgerlich. Ärgerlich, das ärgert mich. Hoppala.